Wieso? Ja, Randolph, 1:5, ob du enttäuscht bist, brauche ich glaube ich nicht fragen. Nee. Was hat deiner Meinung nach gefehlt? Die Körperspannung. Wir sind draufgegangen und man hat schon bei vielen gesehen, dass eigentlich der wirkliche Wille gefehlt hat. Mhm. Also da müssen wir dran arbeiten. Mhm. Pokal seid ihr eine Runde weiter, da habt ihr glaube ich 6:2 gewonnen, mhm, in Kleinmutz. Ja, heute war der erste Spieltag, wo soll es denn eigentlich in der Saison hingehen? Ja, das Ziel ist schon einstellig. Mhm. Ja. Denke auch, dass mit der Truppe schon machbar ist. Das ist eine gute Mannschaft, aber uns fehlt halt noch so ein bisschen dieses Einspielen. Wir haben auch jetzt ein bisschen umstrukturieren müssen durch die Abgänge, die wir hatten. Ein paar sind jetzt wieder dazugekommen. Mhm. Ich sag mal, die Abläufe müssen wir einfach noch versuchen reinzukriegen. Mhm. Ja, weil du die Abgänge ansprichst. Ich denke mal, André Neukirch, Mike Dittmar. So leicht ist sicherlich merken, nicht, ja, zu kompensieren. Nicht zu kompensieren, sind schon gestandene Spieler gewesen, na klar. Mhm. Aber jetzt ist halt die Mannschaft mehr gefragt. Früher waren es die einzelnen Spieler. Jetzt müssen wir versuchen, als Mannschaft einfach das auf den Platz zu bekommen. Wie gesagt, das Potenzial ist da in der Mannschaft.
sehe ich definitiv. Aber muss halt auch die Spannung dafür da sein, dass wir das auch wirklich mal ausschöpfen können. Dann. Alles klar. Bedanke mich fürs Gespräch. Kein Problem. Für die Saison. Viel Erfolg. Ja, euch auch. Danke, Herr Tarek. Das erste Punktspiel bei den Männern. Ich meine, bei den Testspielen warst du ja auch schon dabei gewesen. Wie fandest du es heute? Ja, also hat echt viel Spaß gemacht. Und ich denke mal, Storko ist eine sehr kompakte und technisch starke Gruppe. Hm. Macht echt Spaß hier zu spielen. Hm. Bin und echt jetzt, überzeugt. Und von dem Unterschied von A-Junioren, du hast ja letzte Saison noch A-Jugend gespielt. Also ist schon natürlich ein großer Sprung. Die Männer sind natürlich im Zweikampf viel robuster. Und ja, vom Spielerischen her muss man auch natürlich 90 Minuten durchkonzentriert sein, von der Ausdauer her auch. Hm. Natürlich immer Vollgas geben. Ja, aber an sich macht das natürlich viel mehr Spaß. Hm. Ja, in der letzten Minute hast du einen Elfmeter verschuldet. Ich meine, gut, bei 1:5 ja, kann man darüber hinwegsehen, aber wie hast du die Situation gesehen? Also, war natürlich unglücklich, ne? Aber ich wollte gerade nach innen ziehen, den Raum zumachen und ja, dann bin ich ihn irgendwie in die Hacken reingelatscht. Mhm. Passiert natürlich. Beim 5:1 oder 5:0 Stand ist es natürlich halb so schlimm. Mhm. Alles klar, bedanke ich mich fürs natürlich. Gespräch. Natürlich, gar kein Problem. Und viel Erfolg für die kommende Runde. Genau. Herr Christian. Wenn mir das Ergebnis jemand vor dem Spiel gesagt hätte, hätte ich gesagt, träum weiter. Wie zufrieden bist du? Das stimmt. Also vor dem Spiel hätten wir das, glaube ich, alle unterschrieben. Wenn er gesagt hätte, ein sehr gutes Ergebnis, bin auch zufrieden. Ich weiß gar nicht, ich kann mich, glaube ich, gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal hier in Germendorf gewonnen habe oder ob ich überhaupt schon mal hier in Germendorf gewonnen habe. Einmal haben wir schon hier gewonnen. Okay, gut, dass du das weißt. Von daher 5 Tore geschossen, leider 1 bekommen. Ist nicht ganz so schlimm. Schade natürlich, zu 0 wäre natürlich noch ein bisschen besser gewesen. Aber ja, Tarek hat sich ein bisschen falsch verhalten, aber ist nicht schlimm. Er ist ein junger Spieler, der lernt daraus und ja, und ich finde gut. Also erste Halbzeit war nicht ganz so. Da hatten wir auch vorne uns ein bisschen festgespielt immer. Und wir sind nicht gut vor Tor gekommen, haben zwar trotzdem unsere Chancen gehabt, die wir dann auch nicht gemacht haben. Warum auch immer. Also Lukas hatte heute auch ein bisschen Pech gehabt. Aber zweite Halbzeit war dann schon okay, da haben wir auch endlich unsere Tore gemacht und man hat dann auch gesehen, dass wir die bessere Mannschaft waren, obwohl ich sehr erstaunt war von Germendorf, ich hätte sie nicht so stark eingeschätzt, weil sie auch einen ganz schönen herben Abgang hatten mit André Neukirch und hat mich überrascht und ja, auch gerade, dass sie Viererkette gespielt haben, da hätte ich vorher nicht gedacht, aber dann haben wir das 2:0 gemacht und das war auch so ein kleiner Knackpunkt dann bei Germendorf gewesen. Ist die Stimmung auch ein bisschen runtergegangen. Wir haben dann auch noch mal ein bisschen taktisch was umgestellt und dann lief es für uns auch besser. Hm. Ja, im Pokalspiel 14:0, heute 5:1. Läuft man da nicht Gefahr, jetzt den nächsten oder übernächsten Gegner dann auf die leichte Schulter zu nehmen? Ja, also ich hoffe mal nicht, dass wir die Gefahr laufen. Dafür sind wir als Trainer ja auch zuständig, dass die Mannschaft halt auch sich ordentlich verhält und dem Gegner auch Respekt immer überbringt. Ich denke mal, das sollte unsere Mannschaft auch schon machen und das werden sie auch machen. So gut kenne ich meine Spieler auch. Mhm. Und ich denke, jedes Spiel ist wieder ein neues Spiel. Da kann immer was anders laufen. Wir müssen immer 100% geben. Und dann gucken wir, wo uns der Weg am Ende hinführt. Ne? Mhm. Ja. Gute Überleitung, wo soll es denn hingehen? Ja, müssen wir erst noch gucken. Ne? Wir wollen bodenständig bleiben, wir wollen uns nicht so viel Druck zum Anfang ausüben. Gerade wenn es auch mal nicht läuft, dann ist es schwierig, wenn man sich so ein hohes Ziel schon gestellt hat und dann läuft es mal nicht, dann kann man in so ein Loch fallen. Ne? Und dann ist es halt besser, wenn man ein bisschen bodenständig bleibt, dass man dann halt auch mal wieder ankurbeln kann und so ein bisschen befreiter ausspielen. Mhm. Das gefällt uns schon ein bisschen besser, sag ich mal. Und deswegen wollte ich die Ziele nicht so hoch stecken. Also, ich sag mal, wir wollen schon unter die ersten 4 kommen. Und ich denke mal, das sollte unser Anspruch haben, Anspruch sein. Die Qualität haben wir in der Mannschaft, definitiv. So, und dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt. Ne? In 2 Wochen geht es im Pokal in der 2. Runde gegen Post Zehlendorf. Ja, ich denke, durchaus machbare Aufgabe. Definitiv. Ist eine machbare Aufgabe. Ist halt aber auch eine Mannschaft von eine Klasse höher aus der Kreisoberliga. Darf man nicht unterschätzen. Die werden auch ihre Qualitäten. Ja, wir spielen ja auch zu Hause und von daher sollte unser Ziel schon sein, die 3. Runde zu erreichen. Mhm. Und ich hoffe, dass vom Personal her auch gut aufgestellt sind, sodass wir halt auch gut Qualität mitbringen können und auch entgegensetzen können.
Und ja, man hat ja auch schon gesehen gegen Zelenik, Landesligisten konnten wir auch teilweise ein bisschen mithalten und haben eigentlich auch ein gutes Ergebnis erzielt, obwohl wir nicht in Bestbesetzung waren. Ja. Alles klar, bedanke mich fürs Gespräch. Bitte. Für die nächsten Spiele viel Erfolg. Ja, danke.